Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Und zwar spielen wir heute Blood Trail. Und wer davon noch nichts gehört hat, ist ein ziemlich brutaler Shooter, muss ich sagen. Also werdet ihr auch gleich sehen. Wer aber gar nichts mit Gewalt oder brutalen Szenen zu tun haben möchte oder sich das anschauen möchte, sollte doch besser abschalten. Ist wirklich besser. Ist schon ziemlich brutal. Lassen wir uns aber mal hier ganz kurz auf die Settings eingehen. Wir haben hier die Grafikeinstellungen, die habe ich auf ja, volle Pulle, kann man sagen. Steht auf Killer. Super Sampling lasse ich erstmal bei 100%. Ja, dann haben wir die verschiedenen Lautstärke-Einstellungen. Auch wieder alles extra einzustellen, ist echt cool. Hier können wir einstellen, Links- oder Rechtshänder. Height Adjustment. Okay, hier können wir jetzt wirklich einstellen, wie groß wir sind. Ja, woran sehe ich jetzt, wie groß ich wirklich bin? Also, okay, lassen wir erstmal so auf 8. Ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut und die Gegner waren, ja, die kamen mir wirklich vor wie so Riesen. Von daher ist, glaube ich, 8 eine bisschen bessere Einstellung. Hier können wir Snapturn einstellen, wie viel Grad man wirklich im Snapturn macht. Ich mache hier 45 Grad, das sollte erstmal reichen. Das lassen wir jetzt erstmal so auf Standard. So, was haben wir denn sonst noch hier? Könnte ich euch sonst noch zeigen. Ja, es gibt momentan noch keinen Story-Modus, also ja, wie ihr seht, Under Construction. Und ja, die kleine Story hinter diesem, ja, noch recht jungen Spiel, sage ich mal, ist, dass man einen Auftragskiller spielt, der ja, einen Kult irgendwie zerschmettern soll, einen fanatischen Kult. Und ja, das ist so die Story, die ich jetzt so mitbekommen habe. Aber da man noch keinen Story-Modus spielen kann, ist das erstmal nicht so wichtig. Hier haben wir erstmal so ein ja, Maschinengewehr. Wir haben hier eine Pistole. Die können wir auch wirklich mit zwei Händen greifen. Ist auch ziemlich laut. Magazin ausschmeißen. Ja, okay. Hier haben wir normalerweise Munition drin, wenn wir welche gesammelt haben. Haben wir jetzt gerade nicht. So, hier haben wir unser Maschinengewehr. Kann man hier den Feuermodus auch einstellen? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ja, haben wir den Feuermodus. Kann ich hier in die... Oh, okay, jetzt versuche ich mal die Größe einzustellen, ohne dass meine Hand da unten reinbackt. Ah, okay, dann können wir die danach einstellen. Ist natürlich gut, wenn der Controller wirklich auf dem Boden liegt. Okay, ich muss jetzt erstmal hier nochmal weg. So. Ah, backt noch immer rein. Aber bleibt fast liegen, also machen wir nochmal 13. So. Ja, so ist ganz gut. Okay. Ja, wir haben hier drei verschiedene Survival Modes. Einmal Pain Sinner, Heartbreaker und Dreamcatcher. Ja, da haben wir einen Fernseher. Irgendwelchen komischen Aufnahmen. Okay, hier kann ich nichts machen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, dann gehen wir jetzt mal ins Spiel. Okay, gehen wir erstmal in Pain Sinner. So, und es geht auch direkt los. Oh, man hört nur diese Dielen knarzen und dann stehen die auch schon da. Bleibst du liegen? Ja. Ja, wie ihr seht, sehr brutale Szenen. Holen wir mal das Gewehr raus. Da kommt auch schon ein Kandidat. Der wollte eine Knarre ziehen. Ja, wie ihr seht, das sind keine netten Menschen. Die haben hier überall Totenköpfe im Regal stehen. Schon ein bisschen beklemmend.
Ja, die spawnen natürlich direkt irgendwo um die Ecke. Hier ist Ammo, aber für eine Schrotflinte. Wir haben keine Schrotflinte. Bleibt ihr liegen. Ja, wir könnten jetzt noch die ganze Zeit draufballern. Lassen wir aber jetzt. Ein bisschen schneller könnte man laufen, also ziemlich langsam. Okay. Da ist noch immer die eine Munition. Kann ich nicht gebrauchen. Da ist für mein Gewehr oder für meine Pistole. Oh Gott. Komm, komm, komm. Boah. Die kommen aber auch angerannt. Und ihr bleibt alle liegen, oder? Boom. In your face. Okay, also die wollen uns wirklich alle ans Leder. Einen großen Kopf hat er. Ja, hier. Hier kann man wie in John Wick-Manier durch. Oh, ein bisschen schneller. Bekommt man denn hier auch wieder Heilung? Okay, bleib liegen. Kann ich hier hoch? Ich probier mal was. Ne. Okay, ist wirklich nur auf der Etage hier. Ja, Kopfschüsse sind wie bei Zombies die beste Alternative. Wenigstens kann man zuschlagen, wenn die Munition mal leer ist. Boah, mein Bild ist ziemlich blass und grau. Kann man denn hier irgendwas machen an den Totenköpfen? Nein. Von wo, von wo? Boah, von hinten. Ah, Mist. So, schauen wir uns mal den Heartbreaker hier an, diese Survival Map. Okay, Sound war gerade irgendwie komisch. Bleibst du liegen? Ja. Oh, sieht ziemlich creepy aus, aber soll es ja auch. Für so ein, ich weiß nicht, ob es so ein tarnischer Kult sein soll. Ich habe irgendwas von fanatisch gelesen. Paar Motten am Start. Ne, hier geht es nicht weiter. Und Gegner kommen auch nicht. Okay, da. Da ist irgendwas. Ha. Boah, wie der Kopf sich direkt rot färbt. So grimmig. Also die liegen mir zu Füßen, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal weiter. Also Steuerung.
Ja, gefällt mir noch nicht so wirklich. Au! Wirft ihr mit Steinen hier? Alter, die Sounds. Ist klar, steht da einer hinter mir. Also da war ich irgendwie sicherer. Können doch mal das Gewehr rausholen jetzt. Jetzt wird es mir hier langsam ein bisschen zu kriminell mit euch. Okay. Den haben wir gut den Kopf weggeschossen gerade. Wie die so noch stöhnen, ist schon ziemlich krass. Okay, jetzt hält er wenigstens die ganze Zeit hier die Waffe fest. Da ist Ammo. Taschenlampe wäre nicht schlecht dafür. Haust du ab, Junge! Hat er gedacht, er kann sich anschleichen. Mieser Typ. Okay, jetzt, den muss ich so niederschlagen. Wechseln. Also unsere Lebensanzeige. Ist nur noch bei 22. Also wir können auch ganz gut Schaden austeilen. Oder ist das... Nee, das sind die Leute, die wir gekillt haben scheinbar. 24, jetzt gucken wir mal. Ha, okay. Aber hier fehlt echt, dass man sich irgendwie nach vorne holen kann. Da läuft er mal zurück oder was? Tanze mich! Okay, wir haben keine unbegrenzte. Okay, das war's. Och Mensch! Hebt der Steine auf, ne, ist klar. Also Kimme Korn zielen klappt auch ganz gut. Wie ein Gangster schießen. Boah, ist schon ziemlich krass, wie die Gesichter da nachher aussehen. Da wirft er mit einem Stein, Junge. Ja, nee, ist klar. Okay, wir sind tot. So, gehen wir mal auf eine andere Map. Schauen wir uns die noch an, dass alle drei Maps hier gesehen wurden. Gameplay bleibt ja immer das gleiche. Und zuletzt können wir dann uns mal hier Sandbox angucken. White Noise, ich weiß nicht, was man da machen kann. War schon... Das ist schon creepy jetzt.
hier fehlt definitiv eine Taschenlampe. Okay, bleibt natürlich hier Wave-Shooter, muss man natürlich dazu sagen, aber wenn ein cooler Story-Modus dazukommt, wäre es ja echt gut. Mal schnell Ammo hier reinziehen. Boah, aber man sieht ja echt fast gar nichts. Also man kann hier immer gerade von den Soundeffekten her erahnen, woher die kommen. Ah, der quält sich noch ein bisschen rum, der Kollege hier. Habe ich noch irgendwo eine Schrotflinte? Man findet hier immer Schrotflintenmunition. Aber keine Schrotflinte. Oh, da kommt wieder was. Nachladen klappt auch ganz gut. Okay, hier sehen wir auch irgendein komisches Zeichen. Das wird wahrscheinlich von diesem Kult sein. Ach, hier sind sie noch am Husten. Ah, Hustensaft bringe ich demnächst mit. Das einmal. Komm. Boah, also, der müsste echt schneller laufen. Das ist mir echt zu langsam. Ist auch null realistisch, so langsam zu laufen hier. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber ich habe schon viel probiert. Auch die Waffe wegzustecken, wird er auch nicht viel schneller durch. Na, komm näher. Ja, wirf einen Stein. Au. Wie ist der Stein? Ich kann auch gleich den Stein mal werfen. Aber da müsste ich in Blade and Sorcery rein, dann könnte ich den mit meinen Jedi-Kräften auf die Gegner schleudern. Boah, du bist krass mit deinem Stein. Oh Gott. Na komm. Coole Taschenlampe hier oben drauf. Wird mir gefallen. Okay, da höre ich wieder was. Also so wie die Gegner fallen, ist echt nett gemacht. Diese Ragdoll-Animation. Okay. Back to the basement. Ja, genau. Hat er nicht gesehen, dass ich gerade ins Menü wollte? Greift er mich trotzdem an. Ja, ist natürlich eine ganz frühe Early Access, wie ihr seht. Ne? Ist noch nicht mal, was ist das? 0.1.1.2, also ganz früh. Schauen wir uns mal die Sandbox-Version hier an, was man da machen kann. White Noise. Wie in der Matrix hier. Spawn enemy clear. Also Schrotflinte hätte ich schon gern, aber irgendwie. Okay. Kann man sich die Schäden angucken, was passiert mit den Gegnern und so weiter. Kann ich den auch nur mit der Faust schlagen? Kann ich Fäuste machen? Ja, okay, das probieren wir jetzt mal. Oh ne, die Steuerung ist... Puh.
Wir könnten mal so einen Spockgriff machen, ne? Ne, funktioniert nicht. Okay. Der klappt aber, ne? Stehst du nicht mehr auf. Sieht auch so ein bisschen anders jetzt aus, der Typ. Also erschrocken, ne? Okay, mit der flachen Hand geht nicht. Man muss schon... Okay, was passiert, wenn man den einfach in die Knie schießen oder so? Okay, bleibt stehen. Fuß. Fuß. Okay. Es blutet ja überall. Ist natürlich auch nicht realistisch, nur weil ich den da reingeschossen habe, dass dann komplett blutet. Okay, machen wir mal einen Schulterschuss. Okay. Kann ich den auch von hinten so? Ich konnte gerade in ihn reingucken. Kann man die auch greifen? Okay. Kann man nicht? Okay, müssen wir uns mal Munition holen. Okay, verzieht auf jeden Fall gut die Waffe, wie ihr seht. Ja, und okay, der lebt noch, oder? Nee, doch nicht mehr. Okay, Leute, das war Blood Trail und ja, was können wir zum Spiel sagen? Ja, eins auf jeden Fall, es ist verdammt blutig, besonders wenn man jetzt auf Köpfe zielt und so weiter. Also da platzen Teile weg vom Kopf und man kann sich das ziemlich detailliert anschauen, also ist nicht jedermanns Sache. Von daher würde ich mir wünschen, dass hier ein Regler existiert, wo man wirklich sagen kann, okay, ich möchte das jetzt ausschalten, diese Bluteffekte und ja, dass man zum Beispiel auf die Gegner schießt und ja, ein bisschen Blut spritzt, aber keine Körperteile irgendwie wegfliegen oder Schädelsachen. Was kann man sonst noch sagen? Also wir haben hier drei Survival-Mode oder drei Survival-Maps, wo man halt ja, im Wave-Shooter-Manier sich durchballern kann. Und ja, zum Waffenhandling, also es klappt ganz gut. Also mit zwei Händen kann man schon gut auf einen Punkt zielen. Zielt man nur mit einer Hand. Ne, seht ihr, das verzieht die Waffe schon ganz gut. Also von daher gefällt mir das auch schon ganz gut. Hier muss man nochmal durchladen. Nachladen klappt gut. Also hier rauswerfen, wenn man eine Munition hat. Hier an der Tasche greifen, zack, durchladen. Also das Grundgerüst steht eigentlich. Was echt fehlt, ist ein Story-Modus. Denn, ja, die drei Survival-Modes, die geben jetzt, ja... keine lange Spieldauer, also mir macht sowas ja vielleicht mal 20, 30 Minuten Spaß, dann ist bei mir aber auch schon vorbei. Wenn es jetzt einen Koop-Modus geben würde, wird es natürlich ein bisschen länger dauern, bis man da so ein bisschen den Spaß verliert. Ansonsten bin ich echt gespannt auf den Story-Modus. Wie gesagt, das Grundgerüst steht, es ist eine ganz frühe Early Access, also ich bin gespannt, was hier in Zukunft noch passiert. Und wenn es gute Updates gibt und es ändert sich vom Spiel her was, besonders wenn eine spielbare Story-Version draußen ist, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video für euch machen. Jetzt könnt ihr euch das mal anschauen. Okay, eine Klospülung, kommt mal ganz kurz. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button, würde mich echt freuen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.